Hallo YouTube-Freunde, willkommen zurück hier beim alten Sachsen und zum Landwirtschaftssimulator 19 Albine DLC Projekt Bergweide auf der Karte Erlengrad. Okay, was wollen wir heute in dieser Folge tun? Wir wollen uns ein Schiebeschild kaufen, um die Silage zu verdichten, und wir wollen noch so einen Futtermischwagen uns zulegen. Jetzt gehen wir mal zum Händler. Als erstes holen wir uns mal, das müsste eigentlich hier sein, so ein Schiebeschild. Genau. Entweder nehmen wir das. Das, nee, ich würde sagen, wir nehmen das. Genau. Einmal kaufen. Und wir brauchen noch einen Futtermischwagen. Genau diesen da. Genau. Zack, zack, zack. So, einmal mal das Gedöns ankuppeln. Ich habe ja mal die Lautstärke von den Traktoren, im Allgemeinen von den Geräten, zurückgenommen, damit ich mir immer mal so ins Mikrofon plägen muss. War manchmal richtig furchtbar. Komm ich herum, ja. Nicht abkuppeln. Gut, passt. Und wieder ein Stück Verkehrsschild, oder wieder ein Verkehrsschild weg. Ja, ich hatte dann noch zu Ende gesammelt mit dem Sammelwagen, habe das Silo noch aufgefüllt und jetzt verdichten wir das Ganze. Wir werden das dann abdecken, damit das schön gären kann, damit es schön Silage wird. Und kümmern uns dann auch erstmal um Stroh einstreuen. Und schauen mal, was mit unserem Feld ist. So, den hängen wir jetzt erstmal ab. Jetzt muss ich erstmal gucken. Genau, das brauche ich. Wollen wir jetzt nochmal erstmal verdichten. Kann er nicht gehen? Jetzt. Machen wir das noch mit dazu an, damit wir das sehen. Na, das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber das kriegt man schon hin, ja.
alles ein bisschen hin und her ziehen, dann passt das schon irgendwann. Das hier unten neu? Sieht so aus, ne? So. Du musst ein bisschen hin und her fahren. So, probieren wir das mal ohne Schild. Ja, die 150.000 haben wir nicht ganz voll gekriegt, haben jetzt knapp 140.000 Liter drin. Ah, da kommen wir ein ganzes Stück hin. Ja, nur noch 44% zu verdichten. Das zieht sich. Bräuchte einen anderen Traktor, eindeutig. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, das kennen wir ja alle. Dann werden wir jetzt ein bisschen mehr hier in der Mitte verdichten.
Jeder das halbe Video hören, nur fürs Verdichten drauf. Das ist eigentlich nicht so der Sinn und Zweck der Sache, aber na gut, wir schaffen das. Wir sind auf einem guten Weg. Oh, mal so rum noch mal ein bisschen drüber, mal sehen. So jetzt nicht, jetzt kann ich das nicht an. Das muss ich dann erstmal irgendwie aufrichten. Das jetzt nur hinten und vorne ein bisschen rausguckt, egal. 22% sind wir durch hier. Ja, ist eindeutig, muss ein anderer Traktor her für sowas. So, noch 16%. Kommt gut vorwärts. Prozent noch, 9% läuft. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ah, komm. Oh, noch 1%. Yes. So, werden wir mal das Ganze abdecken. Mit Erd decken wir das Ganze zu, zack, und Silage arbeitet. Aha. So, jetzt fahren wir mal zu unserem Feld, was wir noch uns zugelegt haben. Und wollen wir mal gucken, was da drauf ist. Das ist das Feld 4. Ah, das sieht man ja. Nee.
ist das Feld dahinter. Genau, das ist hier noch unseres. Das sind jetzt keine... Das ist Baumwolle. Na gut, dann ist es Baumwolle. So müssen wir uns Baumwollflicker dann irgendwann mal ausleihen. Wie sind das überhaupt da? Ist das im Wachstum? Okay, null gedüngt. Naja. Gut. Dann werden wir jetzt mal noch fix ein bisschen Stroh einstreuen. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann mal um das Feld kümmern. Und halt, da brauche ich mein Geschirr dazu. Genau, dieses da. Ich hoffe, ich kann das mit denen jetzt öffnen, die Rundballen. Das sollte aber gehen. Denke ich. Ein bisschen vorsichtig machen, geht das von Anfang. Wir müssen uns mal noch so eine Ballenzange zulegen. Einigermaßen, was ist das? Sehr schön. Ach, das geht wunderbar, ja. Hervorragend. Halt, Stück ran und dann runter, genau. Ah, es gibt doch drei Stroh, alles gut. Oh, hier. Das ist ein Witz, oder? Kann man locker noch mehr machen, denke ich. Obwohl, na gut. Heu, Silage fällt jetzt noch und dann die Mischration sowieso. Na gut, mit Schrot, das lassen wir mal, ein bisschen runter und dann passt das. Ja, dann bedanke ich mich erstmal, dass ihr das Video geschaut habt, wie immer. Über ein Abo würde ich mich freuen und Daumen hoch bitte nicht vergessen. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um unser Feld. Dann wird auch langsam, denke ich mal, die Silage reifen. Dann werde ich wohl mein Dach vorspülen müssen. Und ja, das soll es für jetzt gewesen sein. Wie gesagt, danke nochmal. Macht's gut. Bye bye. Ciao. Tschüss.